Die Level kommen da rein. Jetzt darf ich wieder in die Nähe der Pilzlampen farmen. Oh nee. Ich glaube, ich habe noch welche, die ich nicht brauche. Ich habe noch 7 Stück. Wow. Ja, warte, ich gucke bei mir in der Kiste. Ja, es eilt jetzt nicht unbedingt. Ich werde das jetzt auch nie alles komplett fertig kriegen. Die sollen ja da unten noch mal eine Runde vögeln, die Villager. Ich habe gar keine mehr, sehe ich gerade. Ja, wie gesagt, ist nicht so schlimm. So, oh, gut abgemessen hier. Das ist die Mitte. Ist doch beschissen abgemessen, scheiße. Mal kurz überlegen. Jetzt ist der Raum 4 hoch. Da und hier ist der 3 hoch. Können wir da mal eine Decke sein? So. Das und dann muss dort noch der hin, fertig. Die zwei, die frei rumlaufen, die sollen noch vögeln ganz in Ruhe. Hier habe ich vergessen, die Lampe umzusetzen. Hier ist auch eine mehr als soll, warum auch immer. So, alles andere ist ordentlich gut. Ich habe mal vorübergehend meinen Beacon-Effekt geändert. Ja, ja. Ja, ich brauche gerade eher einen Haste-Effekt anstatt einen Speed-Effekt. So. Das. Da wird das hier heute noch fertig werden. Nice. Da nur noch 1, 2, 3, 2, 4, 6 Pilzlampen. Ja, ich gehe gerade hoch, ich muss eh oben was holen. Danke. Ach, habt ihr schon. Ja, ich war gerade so da direkt neben. Das. Die Steine können hier rein. Das Kravel kommt da rein. Das. Du brauchst Pilzlampen aus dem Nether, richtig? Yep. Ja, ich muss jetzt gleich so einmal rüber, also kann ich auch für dich irgendwelche mitbesorgen. Das wäre super. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück brauche ich bloß. Ja, mal gucken, wie viele ich gleich bekomme. Ich brauche aber auch eine Ho. Eine Buddel voll rum. Der das? Ey, warte mal. Sammel das ein! So, jetzt macht Bumsi Bumsi. So. Hab das Wichtigste vergessen für den Nether.
So, da haben wir jetzt die letzten drei Villager. Ich muss aber zwei auf jeden Fall nochmal wegmachen. Warum? Weil ich nur noch drei Knasträume frei habe, ich aber fünf Sachen habe, wo die sich verwandeln sollen. Hm. Das wird jetzt shit werden hier. Ich will mich noch. Was kostet bei dir ein Sharpness 5 Buch nochmal? Bei mir? Ja. Warte, ich gucke. Das war Fortune 3, Luck of a C 3, Flame Efficiency Power. Wo hab ich denn den? Hier, also im Dorf kostet 24. Ich hab keinen mehr der Sharpness 5 verkauft, den hatte ich weg. Den hab ich weggemacht. Schade. Efficiency, Flame, Power. Bann of Anthropos, Fortune, Luck of Sea. Ne, der ist weg. Schade, schade. Und der hier hat sowieso nichts im Angebot. Ne, da mache ich dein Ding auch weg. Wie war denn doch da, komm? Oh Gott, 24. Ich schau aber nochmal nach. So, jetzt haben wir den Typ hier. Ja, 24 und ein Buch halt. Ja, ein Buch ist ja klar, das ist immer. Ja. Einem jungen Villager kann ich noch nichts hinstellen, oder? Nee, einem Baby-Villager, der kann keinen Beruf annehmen. So ein Arschloch. Bei uns heutzutage musst du schon mit 5 Jahren 20 Jahre Berufserfahrung haben. Und hier musst du eiskalt verschont. Schlimm. 2, 3, 4 noch. Sachen mit Berufserfahrung reden wir nicht. 2... Also bei einigen Sachen denke ich halt wirklich so, was ist das für eine bescheuerte Regelung? Wie mache ich denn das jetzt? Da muss ich 2 irgendwie in die Wand einbauen. Bleibt mir nicht übrig. Wichtige Frage, ist das normal? Ja. Egal was du sagst, ja. Nee, die Villager, die Farmer-Villager befüllen natürlich den Komposter. Oh. Und damit verlieren die doch dauerhaft Seeds. Ja. Ja gut. Also einmal befestigen und dann halt nie wieder dann deren Komposter wegnehmen, oder wie? Es könnte sein, dass sie sich aber dann weigern zu arbeiten. Müssen wir testen, sonst haben sie auf Dauer keine Seeds mehr. Oder wir stellen die halt einfach so hoch, dass sie nicht rankommt. So und so, dann kommt hier eine Wand rein. Nicht mal mit arbeiten, dass sie damit interagieren müssen, weil zum Handeln müssen sie auch zum Beispiel damit immer wieder interagieren, sonst entsperren sie sich nicht. Ja genau, aber in dem Fall brauchen sie sich ja nicht mehr entsperren, weil wir mit denen nicht handeln. Es kann aber sein, dass sie, wenn sie sich damit interagieren können, dass sie auch nicht arbeiten können. So, ich habe sie jetzt einfach gesehen. Oh, ich hab die falsche Kiste abgebaut. Scheiße. So. So. Wie viele Stromlights wolltest du nochmal haben, Ike? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Okay, ich bin bei 28. Hab ich noch welche für mein Häuschen? Der zwei recht hatte, sie glotzen mich nur blöd an, wenn ich die Dinger weggemacht habe. Na,
Da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Ja, geht's glaube ich einfach nicht mehr. 2, 3. Ich hab sie einfach mal voll gemacht, da können sie ja nichts mehr reintun. Doch, die interagieren dann damit, um daraus links zu ziehen. Ups, das war zu viel. Gib dir mal 2 mehr zur Sicherheit. Danke, danke. Hier oben noch dicht machen. Oh, so. Hab ich gerade. Ja, ich habe das trotzdem gemacht. So, das. Jetzt brauche ich noch einen Baby-Villager und dann war's das. Ich hoffe, die machen auch einen. Können wir eigentlich irgendwann mal den unseren Weg durch Concrete ersetzen, dass wir schneller laufen können? CO2, die Geheimtür kann bei mir ruhig offen bleiben, wenn die Holz das Holzgitter dazu ist. Das mache ich immer hinter mir zu, einfach weil es geheim ist. Weil das öffnen sie nicht. Wie gesagt, ich mache es trotzdem immer zu aus Reflex, weil es ein Geheimraum ist. Ja. So, ein Geheimraum, den jeder kennt. Mittlerweile, nee, Justin kennt ihn nicht. Ja gut, aber Justin habe ich schon abgeschminkt. Concrete wegen schneller laufen, ne? War das nicht so, dass man auf Concrete schneller läuft? Warte. Nee, glaube ich nicht. Concrete ist ja einfach nur Beton. Genau. Sollte man da auch schneller laufen? Es war eigentlich mal so, dass man auf dem bearbeiteten Dirt, wenn du da mit der Schaufel drauf machst, dass man da schneller laufen konnte. Aber das war früher auch bloß mit Plug-in möglich. Ich denke mal jetzt genauso. Ach Leute, ist das modded, dass man auf Concrete schneller läuft? Das wird's wohl eher sein. So, da. Ja. Das kann ruhig die Stone. Der Spaß da rein. Davon brauche ich nur noch eine. Dann war's das da unten. Ach doch, ich brauche noch Betten. Das dann habe ich noch blaue Wolle. Nee. Immer diese verwöhnten Villager, die blaue Betten haben wollen. Aber hey, hier sind die ganzen Felder wieder nachgewachsen. Ich weiß. Oder welche Felder? Du meinst in unserer Stadt oder welche? Ja. Die wachsen wegen dem Nether-Portal zum Glück jetzt dauerhaft. Ja, ich war jetzt auch die ganze Zeit in der Stadt. Ich auch. Ja, aber auch schon davor waren sie, glaube ich, gewachsen. Warum liegen da Eier rum, die nicht eingesammelt werden? Ist die Kiste unten voll? Ja. Ist sie voll? Ja. Randvoll. Ich hab mir gleich mal 2, 4, 6, 8, 9 Stacks rausgemopst. Kürbis haben wir genug erstmal für deinen Kürbiskuchen. Ja, na, wie gesagt, Zucker, Kürbisse, Eier und dieses Zeug stackt sich auch gut und gibt auch gut Hunger. Ich bleib beim altmodischen Steak. So. 6 Stück haben wir. Das reicht für 2 Betten. Bitte nicht schlafen gehen, wenn es geht. Ich hoffe auch so. Okay, ich hoffe, dass die unten da noch ein Baby gemacht haben.
Dann kann ich die jetzt alle gut einsperren. Hier. Eins, zwei, drei, vier. 8. 6 brauche ich bloß. Schnell die 10 Betten craften. So. So. Fällt gerade auf, mit den Villagern könnte man theoretisch Bombi-Produktion automatisieren. Da. Aber was will man mit so viel Bombi? Da liegt einer, da liegt ein Junges, der Erwachsene liegt da, der liegt da. Scheiße, die haben noch kein Jungtier gemacht. Eigentlich bauen wir jetzt einen Keller, der einer Vanille, einer Vanilla-Servers würdig ist, wenn du verstehst, was ich meine. Nee. Ich lass mich dann einfach überraschen. Mein Vanilla-Server. Warum jedes Mal dieselbe Stelle? Ich hab's nur knallen gehört. Es ist schon wieder dieselbe Kiste weg und schon wieder. Ach da. Und diesmal habe ich keinen Dirt mit. Dann kommt ihr bei mir was abholen. Ich habe mehr als genug Dirt in meiner Kiste. Warum ist hier die ganze Stadt, jeder Pupsfleck hinter meinem Haus ist ausgeleuchtet, außer der mittlere Weg, der alles verbindet. Warum? Weil wir noch gar nicht so weit waren, sind... Whatever. Ausleuchten ist das erste, was man macht. Es war ja mal alles ausgeleuchtet. Wann war hier was ausgeleuchtet? Wo wir angefangen haben. Da war auch noch nie ausgeleuchtet, glaube ich. Dirt ist hier oben drinne. Hier. Also. Bedienen Sie sich, junger Mann. Autsch. Das deckt er sich erst mit Kürbissen hoch. Sind die Melonen hier auch schon voll? Melonen kannst du doch hier mit reinmachen. Ach so, ne, die habe ich nur vergessen mitzunehmen. Oder welche Melonen meinst du? Na, die hier in der Kiste waren, wo die Seeds drinne sind. 20 Stück, oder waren da noch mehr? Keine Ahnung, wie viele da jetzt drinne waren. Aber du hast keine mehr, oder? Ich habe keine mehr im Inventar. So. Zuckerrohr ist hier Gorkins mehr. Irgendeiner hat doch so wunderschöne Zuckerrohrfarben. Halt, das habe ich mir gerade da alles reingelegt. Alter, das habe ich alles gerade da reingelegt, bitte nicht. Das brauche ich für den Kartograf drüben. Das Zuckerrohr. Ein Stack und 10 Mobs ich mir raus. So. Okay. Ich will mir Kürbiskuchen. Ach, Zucker. Ah. Ja, ich will Kürbiskuchen machen. So, jetzt fehlt noch hier. Ich will doch nur Kürbiskuchen machen. Und ich hoffe, jetzt kommt hier nicht noch ein Creeper. Es war halt wirklich genau dieselbe Stelle. Ja, ich hab's gesehen. Ach, CO2 draußen in meinem Briefkasten sind Blöcke drinne, mit denen du gerne die Mobfarm verschönern kannst. Ja, später. Darf ich positive Kritik abgeben, Ike? Die Mobfarm hat Lupschaugen bekommen. Ja, ich weiß. So, da haben wir über einen Stack Kürbiskuchen. Nice. Und der füllt wie viel? 3,5? 3,5 bis 4 Hungerkeulen. Also wie Steak halt. 3,5 bis 4 Hungerkeulen? Das variiert doch nicht. Nee, ich weiß jetzt nicht genau, ob es 3,5 oder 4 sind. Also Steaks sind 4. Dann ist es bei Kürbiskuchen auch. Wir haben 3 gefehlt, ich war instant komplett voll.
Ich glaube nämlich, da gibt es noch einen Unterschied. Stack ist nämlich das Stack und dieses andere Fleisch ist wirklich das, was am meisten gibt. Nein. Was denn noch? Ich weiß, dass goldene Karotten super stark sind und auch stärker als Steaks eigentlich sind. Ich meine vom Hunger auffüllen. Nur vom Hunger auffüllen. Spreche ich auch. Goldene Karotten füllen drei Herzen auf, drei Hungerkörner auf. Nein, dreieinhalb. Ja, guck. Ist immer noch weniger. Steak auch nur dreieinhalb. Steak macht vier. Das weiß ich, weil ich die ganze Zeit mit Steak futter. Ich esse mal so, mal so. Ich soll mit dem Creeper kommen hören. So. Oceans Explorer Map hab ich. 12 Emeralds und ein Kompass. Kostet ach mich so, das. Du, ja, du hast auch den Kartograf. Ja, das hat er drüben auch. Fehlt nicht mehr viel, damit er einmal ein Level up ist. Boah, Zombie, jetzt nerv nicht. Bin beschäftigt. So, machen wir das eben mal so. Und dann wollte der Typ Sirotten Flash haben. Haben wir hier. Also, ihr könnt gern die Nacht überspringen. Bei mir fehlt ja noch was mit Bumsi Bumsi machen. Ich liege. Ich leg mich gerade nicht hin. Ja, warte, ich hau mich hin. So. Danke. Eisen und Dia hab ich hier oben. Unten hab ich Gold und Leder. Das heißt, Gold und Leder kann aber hier oben auch nochmal hin. Hab ich davon noch was in meinen Kisten? Nein. Das dahin. Das dahin. Das Redstone kommt dahin. Und das Lämple kommt hier drauf. So, der ist eingesperrt, der ist eingesperrt. Du bist jetzt auch eingesperrt. Der ist frei. Und der da hinten. Ich kann allein sperren! Ja! Ich muss irgendwie den Tag überspringen. Ich brauche jetzt eine Nacht, damit sich die Idioten hinlegen. Och nee, ich muss ein Boot mit runternehmen. Ich brauche noch mehr Holz aus dem Laser. Wer guckt denn die ganze Zeit Endermänner an? Das ist immer noch derselbe. Leute, ich höre das bis zu mir runter. Das ist bei dir. Ich hoffe, das klappt so wie ich es vorhab. Nee, tut's nicht. Ja, der haut ab, der Wichser. Scheiße. Ach Mann. Geh rein, ja! Hast du jetzt davon? Wow. Steinaxt und Steinho. Ich habe jetzt eine andere Frage. Meine Villager hängt zwischen dem Fans und einem Bett fest, die Baby-Villager. Werden die trotzdem erwachsen? Ja. Gut. Die glitschen nicht rüber? Das kann sein. Keine Ahnung. Das kann halt passieren. Aber sie werden erwachsen. Ja, das war halt nicht als die Frage. Du, ja, ich. Erwachsen werden, nicht, ob sie sich irgendwie durchglitschen können. Oh Mann. Naja, ich werde mich da dann offscreen drum kümmern.
So, jetzt du kommst erst einmal hier rein. Wenn du noch gleich kurz wartest, kannst du dir außerhalb der Folge gern mal meinen Keller angucken. Mach ich dann. Ich bin noch nicht ganz fertig, ich muss gleich noch einmal Wolle holen. So, ja, Folge ist jetzt gleich zu Ende. Jo, der Ehen ist groß geworden, hängt zwischen Bett und Fans fest. Dann kriegst du das da, verwandle dich, genau. Firma dankt. Ja, und dann nur noch die zwei Sachen. Gut, die werde ich offscreen setzen und dann habe ich hier unten jeden Villager einmal läuft.